Hier sitzen die falschen Barbie-Mütter und Blutsauger wieder. Aber diesmal muss einer oder eine die Wahrheit sagen. Vier Geschichten, vier Versionen, alle unter dem Motto, ich habe ein zweites Ich. Was heißt das? Die Spielregeln, Sie kennen es, 30 Sekunden Zeit nur noch für die Jury. Man muss sich unmittelbar entscheiden nach der Befragung, stimmt es oder stimmt es nicht. Und man hat nur den direkten Gegenüber. Katja beginnt mit der 1. Wie sieht dein zweites Ich aus, Nummer 1? Mein zweites Ich hat vor allen Dingen große Ohren und heißt Mickey Maus. Und zwar, ich arbeite in den Ferien, in den Semesterferien in Disneyland in Paris als Mickey Maus. Was machen Sie mit Ihrer Tochter in der Zeit? Meine Tochter, die ist bei ihrem Papa in der Zeit und wenn sie selber Ferien hat und dann kommt sie auch zu mir in der Zeit. Ist es nicht furchtbar heiß unter dem Kostüm? Jeden Tag. Es ist furchtbar heiß, doch. Das Warum ist machen Sie es das? Es wird sehr heiß, weil es irgendwie dann doch Spaß macht und ja, man lernt viele Leute kennen. Man kann Mickey Maus, ja, oder nicht? Also die Barbie hätte ich hier jetzt abgenommen. Aber dass jemand, der irgendwie eine Tochter hat, verheiratet ist, sich die Semesterferien so versaut, in Disney World als Mickey Maus rumzurennen, kann ich mir nicht vorstellen. Sie lügt. Martin und die 2. Kandidat 2, ihr zweites Ich, wo finden wir das? Mein zweites Ich ist, ich bin in einem Indianerverein, zusammen mit meiner Freundin. Und wir verbringen sehr viel Zeit damit. Wie ist Ihr Name? Mein Name, Schnelles Pony. Schnelles Pony. Und wie heißt das auf Indianisch? Chimanti. Chimanti. Und was heißt ein Chochi auf Deutsch? Das ist ein erfundener Name. Ach so. Haben Sie Winnetou alles gelesen? Kaum. Ich war eher begeistert von Sitting Bull, Häuptling Stumpfes Messer und derartige. Und wie oft machen Sie das Ganze? Je nachdem. Also tagsüber, abends, in meiner Freizeit und natürlich in Ferien fahren wir also ausschließlich. Tagsüber. Häuptling Stumpfes Messer ist sehr schön. Häuptling Scharfe Zunge, was sagst du? Also, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, oder? Ja, aber das schnelle Pony... Hier. Dann wissen wir, haben ja, wir alle schon mal gelogen. Ja, das ist... Nein. Nein. Schnelles Pony? Nee. Nein. Nee. Ursula. Lama. Wie viel Zeit nimmt Ihr zweites Ich in Anspruch? Das mache ich nebenbei, also in meiner Freizeit. Und was machen Sie da? Und zwar schreibe ich unter einem Pseudonym Kitschromane. Kitschromane? Aus dem Ärztemilieu. Und die können Sie auch absetzen? Ja, die kann ich auch absetzen. Ja, wie hoch ist die Auflage? Ja, 40.000 bis 80.000 pro Roman. Die pro ich schon Roman, weg. Und der liegt dann ja an den Kiosken aus? Ja. Aha, und was für ein Verlag? Das ist Bastei Lübbe. Ja, das klingt doch. Ja. Na gut, alles ist Bastei Lübbe. Frau Dr. Cantini, stimmt das? Ich würde es dir zutrauen. Ja, dann drück mal ja. Ah, da drücke ich mal ja. Ah ja? Also, wenigstens einmal zutrauen. Smudow, hier. Nummer 4, was ist denn Ihr zweites Ich? Ich bin Mr. Dracula Senior 2003. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass ich auf eine Veranstaltung wegen meines Kostüms und wegen meines Auftretens zu Mr. Dracula Senior gewählt worden bin. Aber zu Karneval haben wir ja vorhin gelernt, ziehen Sie sich sonst nicht um. Das hat mit Karneval überhaupt nichts zu tun. Mit was hat das dann zu tun? Na, einfach natürlich auch mit Spaß, aber mit einer anderen Form von Spaß, als ich das mit Karneval in Verbindung bringe. Wo hat denn diese Veranstaltung stattgefunden? In Gießen. Wo kommen Sie denn her? Aus Gießen? Wollte ich wahrscheinlich in Gießen. Da sitzt auch der Kopf. Ja, jetzt wollen wir dein Urteil mal in Form gießen. Sag mal. Also wer sich hier hinsetzt und mir so einen geilen Quatsch auf Tisch, hat bestimmt recht. Also ja. Ja, also ja. So, zweimal nein, zweimal ja. Aber nur eine Geschichte ist wahr. Die hat gleich davon. Welche ist die richtige Geschichte? Wir sind gespannt. Nein. Nein. Ja, was denn jetzt? Ja, jetzt vorbei. Ja, ja, ja. Ah ja, Ursula, da Uwe Sommerlath ist der, wie hieß das so schön? Mr. Dracula Senior. Senior 2003. Dabei sind Sie noch gar nicht so alt.
Es war so, es gab bei der Abstimmung eine Stimmengleichheit und der andere war eben jünger als ich. Deutlich jünger als ich, möchte ich sogar sagen. Aber ihr Lieben, ihr habt ihm das zugetraut, weil er so blutleer aussieht. Absolut. Wir wollen es euch aber auch noch mal zeigen, wie es wirklich aussieht. Hier ist eine kleine Demonstration. Darf ich den Herrn Grafen noch mal in die Mitte bitten? Denn das müssen wir uns noch ein bisschen näher anschauen. Ui, 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 ui. Die letzten Blutstoffe. Bevorzugen Sie eine bestimmte Blutgruppe eigentlich? Blaues Blut. Blaues Blut. Kann da jemand aufwarten hier? Martin kann. Ich glaube nicht, ich habe... Ja, aber es sieht schon wirklich sehr nett aus. Ich brauche noch gar nicht sehr viel blasser geschminkt zu werden. Zeigen Sie noch mal Zähnchen. Mehr noch? Noch mal die... Ah, und lassen Sie mich raten, auch Ihr Zahnarzt wohnt in Gießen. Vielen Dank, Uwe Sommerlatt, Graf Dracula, unser Vampir. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie zu Hause hat es nicht allzu sehr gegruselt und gruselt Sie nicht, wenn Sie an die nächste Woche denken. Da gibt es wieder Sagt die Wahrheit und ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei sind. Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal.